Sommer, Sonne, Urlaub. So etwa in dieser Reihenfolge genießen wir derzeit alle dieses schöne Wetter. Bislang galt ja immer die Meinung, die Modellbahnindustrie macht während dieser Zeit Sommerpause, sammelt Kraft für die Hochsaison am Ende des Jahres. Dachte ich auch. Aber Pico belehrt uns eines Besseren. Und damit erstmal willkommen zur Sommermonats-Neuheiten-Präsentation bei Xtreme 24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Ja, mit der Neuheiten-Auslieferung Juli 2023 kommt, Sie werden es kaum glauben, unter anderem diese Lok hier. Mit der Artikelnummer 52322, die Soundvariante der Baureihe 211 der Deutschen Bundesbahn Epoche 4 und der Loknummer 211-200-1. Pico stellt mit dieser 211 wiederum einen Lokklassiker, eine Butter- und Brotmaschine aufs H0-Gleis. Ich hatte mich ehrlich gesagt schon gewundert, warum Pico sich bisher nicht an diese Maschine rangetraut hat. Also gesellt sie sich jetzt die Pico Baureihe 211 zu der von Rocco, Brava und MacLean. Und hier ist sie also für alle Pico-Fans, die Baureihe 211 in der Expertausführung mit Sound. Alle technischen Features und Beschreibungen finden Sie natürlich auch auf unserer Website. So, dann würde ich sagen, liebe Freunde, befreien wir diese Maschine mal aus ihrer Verpackung. Das Einzige, was Sie jetzt tun müssen, um diese Lok aus dem Schuber zu befreien, eben diesen Kartonschuber herunterzuziehen. Und dann haben wir schon die Lok vor uns, liebe Freunde. Und jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Man greift mit beiden Seiten hier rein und holt diese Kunststoff-Blisterverpackung aus dem Restkarton. Soweit, so gut. Dann haben wir natürlich in dem Karton noch, und das ist ja eigentlich auch immer damals schon eine recht pfiffige Idee gewesen, die Bedienungsanleitung mit allen Dingen, die Sie wissen müssen, Ersatzteilliste und Belegung der Funktionen. Ist also alles hier drin. So, nun brauchen wir nur noch den Kunststoffschuber herunterziehen, ein bisschen beiseite stellen. Und ja, dann haben Sie hier oben wieder den klassischen Zurüstbeutel, mit dem Sie Ihre Lok entsprechend noch aufrüsten können. Und dann müssen Sie eigentlich nur noch den Blister an der Seite öffnen, hochklappen. Ja, und schon steht diese Lok im Grunde genommen vor Ihnen. So, ich habe die jetzt mal hier aus dieser Kunststoffunterschiene rausgenommen. Das ist auch sehr gut gemacht von Pico. Einmal haben Sie hier auch den Hinweis, in welcher Richtung die Maschine aufgesetzt werden muss. Und sie sitzt mit diesen beiden Stifthaltern und den anderen Kunststoffhaltern recht sicher drin, die Maschine. Also auch hier hat es eine Verpackungsminimalisierung gegeben. So, das ist die ganze Kunst und Herrlichkeit. Und ja, nun steht sie also vor uns, diese wunderschöne 211 von Pico. Und bevor sie unseren Zugkrafttest absolvieren muss, schauen wir uns das Modell etwas näher an. Blickpunk ist für mich die Front der Lok mit den fein geätzten Gittern und den darunter sichtbaren Lüfterrad. Die plastisch wirkenden Gravuren an Vorbauten und Führerhaus, das fein nachgestaltete Führerpult, die vielen extra angesetzten Teile wie Scheibenwischer, Halte, Aufstiegsgriffsstangen sind schon ein Hingucker. Die Bedruckung und Lackierung ist natürlich auch hier bei dieser Maschine tadellos und trennscharf. Abgerundet wird der Gesamteindruck durch die filigranen Drehgestelle mit zahlreichen angesetzten Teilen. Und das kann man wörtlich nehmen. Diese Drehgestelle sind, auch wenn man die Lok auf den Rücken legt, der Hammer. Durch die vielen angesetzten Teile wirken diese Drehgestelle
absolut authentisch. Zum Zugkrafttest noch Folgendes. Ich habe zuvor noch das Gewicht der Lok ermittelt. Sie wiegt 284 Gramm und das ist ja auch wichtig für das Messergebnis, denn wir messen ja einmal in der Ebene und einmal in der normgerechten Steigung die Zugkräfte dieser Lok. Ich habe also wieder mein Newtonmeter reingehangen und nun wollen wir doch mal sehen, was diese Lok jetzt zusammenzieht. Ich muss dazu sagen, zu dem Gewicht der Lok kommt natürlich auch noch diagonal angeordnete Haftreifen zur Erhöhung der Zugkräfte und der Traktion insgesamt. So, dann wollen wir sie mal losfahren lassen. So, die Lok fährt an. Man kann es auch ganz schön sehen. Und bin gespannt, ob sie den Newton zieht. Denn wenn sie einen Newton zieht, entspricht das 102 Gramm. Und das sind dann ungefähr 50 Wagen. Bei 0,9 Newton, liebe Freunde, hat diese 211 von Pico sozusagen ihre Grenzlast erreicht. Sie haben es auch gesehen, dass die Räder schon etwas durchradiert sind. Und 0,9 Newton entsprechen ungefähr 92 Gramm. Das heißt also, 40 zweiachsige Wagen sollte diese Lok also durchaus in der Ebene ziehen. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal in der Steigung machen, in der normgerechten, hatte ich Ihnen ja auch versprochen. Bringe sie wieder in die Ausgangsstellung. So, dass wir das gleich richtig halt. So. So, Lichter sind an. Meine Markierung muss ich immer gucken, muss ich drunter legen. So, hier ist also die normgerechte Steigung von 3 Promille sozusagen erreicht. Ja, und dann fahren wir sie einfach mal los. Mal sehen, was sie jetzt macht. Also bei 0,9 in der Ebene wäre also zu vermuten, dass sie in der Steigung einen Tick weniger zieht. Los geht's, lassen wir ziehen. Also bei 0,75 Newton hat diese Maschine sozusagen aufgehört zu ziehen in einer normgerechten Steigung und 0,75 Newton entsprechen rund 77 Gramm. Das wären dann in etwa so an die 30 Wagen in der Steigung, wohlgemerkt zweiachsige. Soweit der Zugkrafttest und ich würde sagen, für diese kleine Maschine schon eine ganz beachtliche Last. Ich wiederhole das gerne nochmal, in der Ebene waren es 40 Wagen, ja, und in der Steigung wird sie also bei ca. 30 Wagen, je nachdem wie ihre Wagen auch rollen. Wir haben das damals ja auch mal ausgemessen. Wir haben keine neuen Wagen genommen, das heißt also bei 2-3 Gramm Zugkraft werden also benötigt, um einen Wagen ins Rollen zu bringen. So, und 30 Wagen ist ja auch schon eine ganze Menge Holz. Kommen wir nun zu den digitalen Funktionen. Insgesamt stehen bei dieser 211 25 digital schaltbare Funktionen zur Verfügung. Der Pico Sound Decoder 5.1 meldet die Lok automatisch an ihrer Zentrale einschließlich der Symbolik an. Und natürlich habe ich mir auch ein paar Funktionen ausgesucht, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Zum Demonstrieren der digitalen Funktionen, Sie sehen es bereits hier, habe ich unsere Programmierunterlage oder verwende ich unsere Programmierunterlage. Die habe ich Ihnen ja auch schon in einer letzten Sendung mal vorgestellt. Und zwar gibt es diese Programmierunterlagen für die Spuren N, TT und natürlich auch H0. Und
die sind so gefertigt, dass also passgenau die Bettungsgleise der genannten Spuren reinpassen. Bei zwei Leiter ist es das Bettungsgleis von Trix und bei den drei Leitern das Bettungsgleis von Märklin. Also das C-Gleis passt also ganz wunderbar hier rein. Wollte ich Ihnen noch mal kurz zeigen. Ich habe die Lok aufgegleist, ja, und dann kann man schon mal losgehen, hier die entsprechenden Funktionen vorzustellen. Fangen wir also mit F0 an, der Lichtfunktion, die fahrtrichtungsabhängig geschalten wird. Dann kommt natürlich das Beste und das Wichtigste bei dieser Maschine mit F1, klar, der Fahrzeugsound. Also halte ich jetzt meine Klappe, damit Sie das also auch wunderschön hören können. Da dieselt der Diesel. So, nun schalten wir das Ganze noch aus. Und schon ist Ruhe im Karton. So, mit F3 schalten wir die Führerstandsbeleuchtung an bzw. aus. Ja, ein ganz witziges und pfiffiges Detail mit F4, der sogenannte Lokführergruß. Dann F10, das Signalhorn. Mit F18 habe ich mir ausgesucht Funk 1. Ich hätte ganz gerne mit meiner Lok übers LS10 ab Gleis 1 fahren und dann als 92/27 in Z-Richtung Nürnberg. Wenn es weit ist, dann mache ich auch, gell? Alles klar, passt. Und gut, ciao. Danke, ciao. Ja, das war ein etwas umfangreicher Spruch, Funk 1. Insgesamt stehen drei Funksprüche zur Verfügung. Ja, und last but not least, mit F21 Bahnhofsansage 1. Auch hier sind drei verschiedene Bahnhofsansagen möglich. Bitte Vorsicht auf Gleis 2. Es hat Einfahrt der Einzug aus Altdorf mit anschließender Weiterfahrt nach Thalheim. So, nach den Soundbeispielen, liebe Freunde, wollen wir es jetzt wissen. Wie sauber ist der Decoder von der 211 in Abstimmung mit Motor und Getriebe eingestellt? Wir machen jetzt den Geschwindigkeitstest. Wir testen die langsamste Geschwindigkeit in der Fahrstufe 1, ermitteln die mittlere Geschwindigkeit in der Fahrstufe 14 und natürlich die Höchstgeschwindigkeit in der Fahrstufe 28. Los geht's. Wie schnell ist nun unsere 211 in Fahrstufe 1 unterwegs? Tja, was soll man da sagen? Ist kaum zu glauben. Mit unglaublichen 0,8 km/h kriecht die Lok in Fahrstufe 1. Nicht schlecht. Jetzt die Fahrstufe 14. Hier ist sie mit 38,4 km/h unterwegs. Ja, und jetzt wird's spannend. Wie schnell ist sie in der Fahrstufe 28 unterwegs? Das Original ist mit 90 km/h angegeben. Ab Baureihe 211008 fuhren sie an 100 km/h. So, in der Fahrstufe 28 ist die Lok mit 122,6 km/h unterwegs. Hier ist sie deutlich schneller als das Original. In der CV5 können Sie natürlich diesen Wert anpassen. Alles in allem ist die 211
gut abgestimmt, elektronisch wie auch im mechanischen Part. Und das zur Veranschaulichung auch nochmal hier in der gesamten Messkurve über alle Fahrstufen. So, und zum Schluss, wie immer, unser Praxistest. Das Prozedere kennen Sie ja bereits. Wir setzen die Lok auf die Anlage hier und nun muss sie das Ergebnis der Zugkraft in der Ebene praktisch beweisen. Ja, unser Kesselwagenzug mit 40 Wagen steht also bereit und ich habe wieder den Zahlencounter eingebaut, sodass Sie es gut verfolgen können. Ich erinnere nochmal an den Messwert, dass Sie also mit 40 Wagen an Ihrer Grenzlast angekommen war. In der Modellbahn-Vergangenheit gab es ja schon einige Modellumsetzungen dieses Vorbilds. Mit der neuen Baureihe 211 liefert Pico ein weiteres Modell dieser Brot- und Butterlok auf technisch zeitgemäßem Niveau aufs H0-Gleis. Das Modell präsentiert sich hervorragend detailliert und lässt in dieser Umsetzung keine Wünsche offen. Beim Geschwindigkeitstest konnte diese Lok ebenfalls überzeugen. Sie brachte ihre Modellleistung homogen auf die Schiene. Auch beim Zugkrafttest hat diese Maschine keine Schwächen gezeigt und ihrem Modell entsprechend eine gute Leistung abgegeben. Das konnte sie auch beim Praxiseinsatz überzeugend beweisen. Alles in allem eine Lok, die sich neben den bereits vorhandenen Mitbewerbern zu behaupten weiß und auch ihren Platz einnimmt. Wer also seinen Fuhrpark um eine weitere Baureihe 211 erweitern will, ist mit dem preiswerten Soundmodell ab 252 Euro, mit dem Pico mal so just um die Ecke kam, gut beraten. Kaufempfehlung und Daumen hoch von mir. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spielspaß mit diesem Modell von Pico. Weitere Modellausführungen finden Sie auch auf unseren Webseiten. Stöbern Sie ruhig mal ein bisschen. Das gleiche gilt auch für das Wagenmaterial oder passende Wagenmaterial, was hinten dran passt. Ja, und wenn Sie keine Neuheiten mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen auch unseren kostenlosen Newsletter, denn dann erfahren Sie stets als Erster, was wir Neues im Angebot für Sie haben. Über ein Like auf unserem Kanal freuen wir uns natürlich auch immer und nicht vergessen, bei unserem YouTube-Kanal das Glöckchen zu aktivieren. Denn dann verpassen Sie auch nicht unsere Filmbeiträge rund um die Modellbahn. Klingt doch nach einer perfekten Rundumversorgung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt komme ich doch glatt bei diesem schönen Badewetter mit dem Berliner Gassenhauer um die Ecke. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nüscht wie raus zum Wannsee. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.